Boom, Leute! Mein Name ist SimonSky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir wieder mal was ganz Besonderes für euch am Start, nämlich erkenne den Magier V2. Der erste Teil ist ja extrem krass bei euch angekommen und deswegen dachten wir, dass wir direkt mal einen zweiten Teil raushauen. Das haben sich sehr, sehr viele von euch gewünscht, deswegen haben wir das Ganze heute auch umgesetzt. Und wie ihr seht, wieder heute andere Kulisse, wieder mal in Frankfurt am Main am Start, nicht in Hannover. Aber Freunde, bevor das Video losgeht, es wäre wirklich sehr, sehr nice, wenn ihr den Kanal einmal abonnieren würdet. Wir stehen kurz vor der Million Abonnenten. Für die Leute, die den ersten Teil noch nicht gesehen haben, Magier definieren wir für uns so, dass diese Person auch hauptberuflich davon leben muss. Alright, das heißt, ich würde sagen, wir starten gar nicht was rum, sondern bitten unsere Special Jury einmal bitte raus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir drehen heute was sehr, sehr Spannendes, nämlich erkenne den Magier. Das heißt, eine Person lebt wirklich davon. Okay, aber kann jeder aber trotzdem so Tricks machen oder das müssen wir jetzt rausfinden? Jeder kann Tricks machen, die werden auch alle was vorzeigen und so. Okay. Wir machen so eine richtige Show draus. Reese, ich habe gehört, du bist auf Tour, ne? Bald? Bald, ja, im Mai. The Certified Spinners Tour. Ich komm vorbei. In welche Städte kommst du da alles? Boah, Bro, kreuz und quer durch Deutschland, Österreich, ja. Schweiz, Zürich, Wien und sonst Deutschland, die ganzen Großstädte, Berlin, Köln, Hamburg, Frankfurt. Nice, Mann. Okay, ey, ich bin gespannt. Ein Comedian haben wir heute auch hier. Trim auch am Start. Yes, so. Wie geht's dir, Bro? Mir geht's super. Ja. Ich bin gespannt. Bist du ready? Extrem, ja, extrem. Alright, dann würde ich sagen, wir starten auch gar nicht was rum, oder? So, dann bitten unsere Teilnehmer einmal bitte rein! Spannend, Jungs, was sagt ihr? Erster Eindruck? Ich habe schon einen rausgewählt. Welchen? Sag ich noch nicht. Was sagst du? Boah, das kann jeder sein noch. Also sobald die Ersten anfangen zu sprechen oder wir die ersten Tricks sehen, dann kann ich, glaube ich, sagen, was Sache ist. Ich finde, hinten rechts sieht es spannend aus so. Ansonsten, ja, hinten rechts finde ich am spannendsten. Aber ich glaube, der ist zu nervös, der spielt die ganze Zeit mit seinem Finger. Ja. Oder das ist so, der bereitet gerade seine Magie vor. Da kommt gleich eine Taube raus, Bruder. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was ihr so vorbereitet habt. Deswegen würde ich sagen, wir starten gar nicht was rum, oder? Sondern kann sich der Erste vorne rechts schon mal vorstellen, bitte. So. Servus, Jungs. Ich bin Kai, aka Prince K. Und ich bin der Magier. Okay. Das machst du beruflich, oder wie? Ja. Und was verdient man da so als Magier? Es kommt darauf an, was man für Angebote bekommt, in was für Maßen man halt das ausübt. Man kann gebucht werden für kleine Geburtstage, aber genauso auch für eine Nightshow. Und da schwangen halt die Gagen für. Was war so die höchste Gage, die du bekommen hast? Das war in Köln, das waren 400 Euro. Was für eine Veranstaltung? Das war so eine, kennt ihr 1 Live? Das war so eine ähnliche Veranstaltung. Da kommen einfach Leute mit deren Sachen, die gewaschen werden können. Und in der Zeit findet halt auf der Bühne Comedy statt, halt auch so Zauberei, Magie. Und ja, da treten halt mehrere Leute auf. Ich glaube, der hat es gerade verraten, oder? Wenn ich den Comedian neben mir fragen darf. Ja, glaube ich auch. Weil ich glaube, der meint dieses Wash Night Show, ne? Ja. Also ich meine ja auch One Life, das ist diese Night Wash Show. Aber da gibt es keine Zaubertricks, oder? Ja, genau. Ist das nicht nur Comedy? Ja, eigentlich schon. Ja, genau, das ist nur Comedy. Deswegen habe ich gesagt, dass es so etwas Ähnliches ist. Das ist so ein ähnliches Format mit mehreren. Ja, man kann sich das vorstellen, wie. Ich habe das jetzt als Beispiel genommen, weil es halt am bekanntesten so ist. Wo trittst du so hauptsächlich auf? Wo wirst du am meisten gebucht? Am meisten werde ich gebucht auf Hochzeiten. Und ja, also hauptsächlich Hochzeiten. Ich habe aber auch schon Kindergeburtstage performt. Wie kamst du auf den Namen Prince? Weil ich musste lachen, weil der Kollege nennt sich auch Prince. Da habt ihr schon eine Gemeinsamkeit. Also, ich hatte halt lange keinen Namen, weil mein Vorname auch so kurz ist. Ich habe irgendwas versucht, da rauszubasteln. Und damals mit einem guten Freund Arthur, schöne Grüße, wir haben immer Prince of Bel-Air geguckt. Dann sagt er einfach, ey, mach doch Prince K. Okay, und nice. So schlecht fand ich es nicht. Nice, nice. Haben wir Prince K und haben Prince auf jeden Fall heute am Start. Ja, auf jeden Fall. Aber wir wissen ja, wer der wahre Prince ist.
Okay, hast du was vorbereitet? Können wir was sehen? Achtung. Nein. Du bist raus. Nein. Es war gut, Bro, aber nein. Es war gut. Das zieht bei Frauen, glaube ich, ganz gut, ne? Aber ein Auftritt? Also das stellst du bei deiner Show vor? Oder wann bringst du den auf deiner Show? Den bringe ich hauptsächlich bei den Kindergeburtstagen. Weil für die Kinder ist es halt. Also sind wir Kinder? Also sind wir für dich Kinder? Also, oder wie sollen wir das jetzt verstehen? Nee, es gab ja kein Kriterium, was für einen Zaubertrick ich vorstelle. Und deswegen hast du noch einen Erwachsenentrick mitgebracht? Ja, wollt ihr den jetzt schon sehen? Ja. Alles klar. Also das hier ist meine Münzentasche, weil da der Trick verborgen ist. Nee, Moment, die Münze war woanders. Jetzt finde ich die Münze für den Münzentrick nicht. Doch, nee. Ja, aber ich meine, du machst ja hauptberuflich. Also wenn der Trick nicht da ist, dann hast du bestimmt einen anderen, oder? Also ich habe hier ein gewöhnliches Papierstück und eine 50-Cent-Münze. Und jetzt fange ich an, diese 50 Cent, wie ihr seht, einmal hier einzuwickeln. So, von der Seite, von der anderen. Von der. Und noch hier. So, wie man sieht, ist die Münze komplett abgedeckt. Und wenn ich jetzt. Scheiße, der Trick hat nicht funktioniert. Oh, hör auf, Bro, hör auf, Bro. Bro, nimm dir so ein Wasser da hinten, Bruder, und setz dich raus. Jungs, sollen wir ihn jetzt schon rausvoten? Nein, lass ihn drinnen aus Fun, so ein bisschen. Ich stell ihm noch ein paar Fragen zwischendurch, aber du bist schon raus, Bro. Okay, dann danke dir erstmal. Dann würde ich vorschlagen, machen wir mit der nächsten weiter. Also ich heiße Kiana, ich bin 20 Jahre alt und ich bin professionelle Zauberkünstlerin, um genau zu sein, die deutsche Jugendvizemeisterin der Kartenkunst und genau. Boah, authentisch. Ja, das kann auf jeden Fall alles zutreffen. Aber Geld verdienen tut man safe damit nicht. Bei den Turnieren, wenn du jetzt da, du bist ja irgendwo wahrscheinlich Vize-Weltmeisterin oder... Genau, es gibt Wettbewerbe, die werden vom Magischen Zirkel von Deutschland veranstaltet und da habe ich eben teilgenommen und da war ich die beste weibliche Zauberkünstlerin eben. Und damit verdient man halt kein Geld, aber das ist halt quasi ein Titel, was du dann hast und... Darf man fragen, was du verdienst? kommt drauf an, also je nachdem, wie viele Leute da sind, welche Veranstaltung das ist, ob es eine Hochzeit ist, ob es eine Firmenfeier ist. Und man kann eben auf meine Webseite das alles angeben und dann habe ich ein Beratungsgespräch mit den Kunden, wo ich dann alles bespreche. Nur Kartentricks oder? Nee, also ich habe tatsächlich mit Kartentricks angefangen. Jetzt versuche ich mich eher auf Alltagsgegenstände zu fokussieren, habe ich auch nachher was dabei. Und genau, also ich habe mit Kartentricks angefangen, aber mittlerweile lässt es sehr nach. Wie alt bist du jetzt? 20. Und seit wann bist du Vize-Weltmeisterin? Das war 2019. Nicht Weltmeisterin, sondern in Deutschland. Aber ach so, in Deutschland, ja. Okay. Was kommt hin, weil das war noch vor Corona-Zeit 2019, so ja. Kurz vor Corona, weil danach gab es diese Turniere bestimmt auch nicht mehr. Genau, das war auch sehr lange. Können wir denn was sehen? Gerne, ja. Also ihr werdet es wahrscheinlich kennen, Rubik's Cube oder auch Zauberwürfel genannt. Als kleines Kind wollte ich ihn immer lösen, aber ich bin irgendwie immer gescheitert. Ich glaube, jeder, der ihn kennt, der weiß, dass es ein Nervenzusammenbruch ist. Super schwierig, denn es gibt nämlich über 34 Trillionen Möglichkeiten, dieses Ding hier zu lösen. Der Weltrekord liegt bei knapp unter 10 Sekunden und ich will versuchen, ihn heute mit euch zu knacken. Dazu verdrehen wir den Würfel ein bisschen und tun sie dann anschließend in diese Tüte hinein. Alles, was wir jetzt dafür machen müssen, ihr könnt gerne mitmachen, ist einmal zu schnipsen. Genau. Und der Würfel löst sich dann. Krass. Ich sehe euch an, aber ihr seid noch nicht so begeistert. Ich glaube, ihr denkt, da ist ein zweiter Würfel drin. Genau. Genau. Aber ich kann euch versichern, da ist kein zweiter Würfel drin. Nein, wirklich nicht. Wollt ihr nachschauen? Ja. Ich schaue mal für euch nach. Nee, da ist kein zweiter Würfel drin. Nein, also wirklich nicht. Ich kann auch gerne zeigen, da ist wirklich kein zweiter Würfel drin. Okay. Darf ich mal anfassen? Gerne. Da ist kein zweiter Würfel drin. Willst du das vielleicht erstmal untersuchen, schauen, dass da kein zweiter Würfel drin ist? Dann machen wir das einfach vielleicht nochmal, vielleicht ging es auch ein bisschen zu schnell. Wir verdrehen den Würfel. Darf ich den Würfel verdrehen? Gleich, ja, gerne. Nochmal für die Kamera. Und einfach hier rein. Einmal schnipsen. Jetzt ist der Würfel gelöst. Aber jetzt kommt das Unmögliche, wenn ihr nochmal schnipst, dann ist es nicht mal gelöst. Nein, nein, ich mache natürlich einen Witz. Der Würfel ist natürlich selbstverständlich. Hey, 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 hey.
Früher als Kind wollte ich immer an so einem Wettbewerb teilnehmen für Leute, die den Rubik's Cube lösen können. Aber ich bin immer gescheitert, weil ich konnte es nie unter einer Minute lösen. Dann habe ich gelernt zu schummeln. Denn beim Schummeln ist es so, wenn man den Würfel nimmt und einfach mal nach oben wirft, dann löse er sich von alleine. Das ist fast so gut wie Prince K. Aber jetzt kam ja schon die Frage, kann ich den auch mal verdrehen? Ist es ein ganz normaler Würfel? Deswegen, wer will einfach mal den Würfel verdrehen? Hier, die Frage ist bitte schön. So, einfach mal verdrehen, bringst du ja durcheinander. Wir haben es nicht abgesprochen, oder? Nee. Aber dann bist du der Falsche. Egal, mach einfach weiter. Die ist auf jeden Fall viel zu deutsche Meisterin. Die hat den Humor so drin. Also. Ja. Ja, sie macht das gut. Ja, safe. Und jetzt kannst du den hochwerfen und da passiert genau, vielleicht. Richtig. Also aufgepasst. Das wäre ein sehr guter Trick, wenn da kein zweiter Würfel mit drin wäre. Wir machen gerne was anderes. Könnt ihr einfach mal den Würfel so zuhalten? Genau, einfach mal zuhalten. Oder willst du es einfach mal zuhalten, dass ich ihn nicht mehr sehe? Versuch nämlich was anderes, okay? Du hast den Würfel verdreht, wie gesagt, 34 Trillionen Möglichkeiten, ihn zu lösen. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Möglichkeiten gibt, ihn zu verdrehen. Ich versuch's mal. Ich glaube. Ich hab's. Kannst du mal einfach die Hände aufmachen? Ich kann euch das gerne mal zeigen. Seite Nummer 1, Seite Nummer 2, Seite Nummer 3, Seite Nummer 4, Seite Nummer 5 und alle 6 Seiten sind exakt gleich. Stark. Danke. Wie machst du das? Gut, hoffe ich. Aber hat sie stark gemacht, auch wie sie das so lustig rübergebracht hat und so, ne? Das hat schon auf jeden Fall was Professionelles. Ich würde dir auf jeden Fall gönnen, dass du irgendwann mal dafür mit viel Geld verdienst. Aber ich glaube, dein Hauptverdienst ist es noch nicht, glaube ich. Ja. Aufgrund deines Alters und ich glaube, der Job, da ist nicht so viel Space, glaube ich. Also ich glaube, da muss man so irgendwie, ist mein Gefühl jetzt einfach nur rausstechen, um wirklich ernsthaft damit Geld zu verdienen. So, ne? Weil ich glaube, es gibt sehr viele Hobbymagier, so, die vielleicht auf Hochzeiten gebucht werden und was auch immer für günstige Preise, wo vielleicht auch die Leistung dann nicht so krass ist, aber es dann für die Hochzeit vielleicht reicht. Ich denke mal, da muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr tun. Deswegen denke ich, das bist du noch ein bisschen jung und hast bestimmt noch einen guten Weg vor dir. Glaube ich auch, vor allem, wie machst du jetzt weiter? Also ist jetzt die Show schon vorbei oder? Weil du lebst ja davon, das heißt, so eine Show geht ja schon so 2 Stunden, oder? Genau, also ich arbeite gerade an meinem Solo-Programm. Das sollte... Ah, das heißt, du hast noch gar keins? Ich trete immer so, ich habe quasi so ein Mesh quasi aus den besten Tricks. Ich bin meistens bei Firmenfeier, bei Hochzeiten, bei Geburtstage und so weiter und da habe ich halt immer so 30 bis eine Stunde Programm. Aber ich arbeite gerade daran, dass ich quasi als Solo-Künstlerin... Davon kannst du leben? Davon kann ich leben, ja. Aber da musst du ja... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du für eine Hochzeit richtig viel Geld bekommst. Das heißt, du musst ja schon richtig viele Auftritte die Woche haben, oder? Genau, richtig. Ich bin eben auch durch die Zeitung ein bisschen bekannter geworden. Also ich wurde auch bei der Badischen Zeitung als beste Nachwuchszauberkünstlerin in Deutschland bezeichnet. Deswegen, dadurch kommen halt die ganzen Auftritte. Und deswegen bin ich eigentlich fast jeden Tag unterwegs. Also bis jeden Abend. Die Auftritte sind meistens Abend. Ist es heutzutage noch so, dass durch Zeitungsschaltungen viele Aufträge reinkommen? Dadurch, dass meine Zielgruppe eher ältere Menschen sind, zum Beispiel wenn der Chef irgendwie einen Firmenfeier macht oder Hochzeitspaare sind, ist es tatsächlich so, dass sehr viele durch eben Zeitung auf mich aufmerksam geworden sind und danach eben durch Weiterempfehlung. Das heißt, wenn ich irgendwo war, verteile ich immer Visitenkarten. Ich biete auch natürlich verschiedene Programme an. Also ich biete auch zum Beispiel Table Hopping an, da gehe ich immer von Tisch zu Tisch und mache eben das hautnah, was ich gezeigt habe. Ich habe auch ein Bühnenprogramm, wo ich quasi auf der Bühne bin. Ich biete auch Zauberworkshops an für Zauberanfänger, wo ich denen quasi das beibringe. Also ich habe verschiedene Pakete in dem Sinne. Okay, interessant. Dann habt ihr noch Fragen, Jungs? Nee, ich bin immer noch derselben Meinung. Aber deine Tricks waren sehr cool. Dankeschön. Okay, dann danke dir auf jeden Fall. Dankeschön. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir mit dem Nächsten erstmal weiter. Yo, hi, ich bin Jan, bin 21 Jahre alt und bin hauptberuflich Zauberer. Interesting, Jan. Und was machst du da? Wo trittst du auf? Auf Geburtstagen, Hochzeiten, Firmenfeiern hauptsächlich. Okay, nicht auf der Bühne? Nee, ich bin Close-Up-Zauberer. Das heißt, ich gehe quasi von Gruppe zu Gruppe. Bei so einer Veranstaltung gibt es ja immer Gruppenbildungen. Und dann gehe ich von Tisch zu Tisch und zeige den Leuten quasi Zaubertricks. Hat man da nicht so Existenzängste, wenn man immer so abhängig von so Hochzeitsfeiern und so ist? Naja, es gibt ja alles im Leben, birgt ein Risiko, oder? Ach stimmt, was habt ihr auch eigentlich in der Zeit über Corona gemacht? Ich bin seit 1,5 Jahren
selbstständig als Zauberer. Ich habe 2021, wo Corona noch quasi in der Hochphase war, habe ich mein Abitur gemacht und danach halt während meines Abiturs und auch noch während dieser Zeit zum Teil Online-Shows. Wurden die nicht in einem Jahr verschoben, Abi-Prüfungen? Fachabitur habe ich gemacht, also das wurde nicht verschoben. Seit wann machst du das, also allgemein? Magie? Allgemein seit über 8 Jahren. Wie kamst du drauf? Ich habe total gerne Fußball gespielt und dann hatte ich aber eine Verletzung am Fuß und dann halt... Die Knieverletzung oder was? Wärst du Profi sonst geworden? Nein. Ich wäre auch nicht so Profi geworden, aber ich bin sehr dankbar, dass ich mittlerweile Zauberer bin. Das kann ich um einiges besser als Fußball spielen. Und dann habe ich auf YouTube jemanden gesehen, der das macht und dachte mir halt einfach, das will ich auch können und habe von da an angefangen, es zu lernen, was bis heute noch so geblieben ist. Kannst du mein iPhone entsperren, ohne meinen Code zu wissen? Ein iPhone entsperren, ohne deinen Code zu wissen? Theoretisch, ja. Ohne Face ID und so. Ich meine, jetzt hast du einen Trick auf Lager, der das möglich macht. Das ist lustig, das habe ich nämlich vorher gefragt, aber ich glaube, das wurde schon performt. Wollen wir was ausprobieren? Oder? Oh. Niemals. Das wäre jetzt krass. Also ich kenne den Trick einfach von der letzten Hochzeit, auf der ich war. Deswegen hat mich das jetzt einfach mal interessiert, so faktisch zu fragen, weil so hätte man kurz vielleicht mal checken können, ist er wirklich auf Hochzeiten unterwegs? Weil ich glaube, das ist so der beliebte Hochzeitstrick. So. Das ist tatsächlich ein sehr beliebter Trick. Wir hatten den bei der letzten Show, aber ich dachte, das wäre so geplant. Aber wenn du den jetzt spontan machst, das wäre krass. Ich weiß nicht, also du meinst ja, du kennst, ach so, du hast ihn gesehen, aber du kennst nicht, wie der geht. Nein, wie der geht, okay. Weiß ich nicht. Okay. Das heißt, du kannst ihn jetzt machen? Ich kann was versuchen. Du kannst jetzt Reezys PIN-Code herausfinden. Vielleicht. Das will ich sehen. Dein Code ist nicht 000. Nein. Okay, kannst du mir einmal deinen Gefallen tun und einmal das Handy entsperren, in den Taschenrechner gehen? Ich guck weg. Kannst du auch mit Face ID entsperren, damit du den Code nicht eingeben musst? Jo, ich bin im Taschenrechner. Okay. Und kannst du das einmal bitte so zu dir halten? Ich drehe mich jetzt gleich um, nicht, dass du denkst, dass ich es anhand deiner Brille von der Spiegelung oder so sehen kann. Kannst du einmal bitte dein Geburtsjahr bitte eingeben? Nur das Geburtsjahr? Nur das Jahr, ja. Und jetzt drück mal bitte auf Plus und gib mal bitte das Geburtsjahr einer dir wichtigen Person ein. Der ist gut, der Trick. Und jetzt gehen nochmal auf Plus. Ist dein PIN-Code 4- oder 6-stellig? Der ist 6-stellig. Dann gib mal irgendeine 6-stellige Zahl ein. Ist egal welche. Jetzt geh mal bitte aufs Gleichzeichen. Da kommt eine große neue Zahl raus, richtig? Die nichts mehr auch mit deinem Code zu tun hat. Ja. Darf ich einmal kurz? Mhm. Pass auf. Musst du dir nicht merken. Der Grund, warum ich wollte, dass du all diese Sachen eingibst, ich musste dich ein bisschen einschätzen. Frauen nehmen häufig einen PIN-Code mit einer emotionalen Bedeutung, ja, irgendwie sowas wie ein bestimmtes Datum oder Hochzeitstag oder sowas. Männer nehmen einfach häufig irgendwelche Zahlen, die aber keine Bedeutung. Und ich glaube, anhand wie schnell jemand was eingibt, ist das schon mal ein Indiz dafür, ob der PIN-Code eine emotionale Bedeutung hat oder nicht. Ich glaube, bei dir, das sind, glaube ich, einfach irgendwelche Zahlen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kannst du mal bitte von 0 bis 9 laut zählen? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist die erste Ziffer in deinem PIN-Code eine 0? Weiß ich nicht. Ich weiß es. Ist die zweite Ziffer eine 8? Kannst du nochmal von 0 bis 9 zählen? 0, 1, 2, 3. 1. Nochmal? Schau mich mal. 0. Kann sein. Ist entsperrt. Digga. Crazy. Wollt ihr noch was sehen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Du hast ja was vorbereitet. Ja, klar. Guck mal, ich habe hier ein Kartenspiel. Das kannst du dir erstmal, oder könnt ihr auch gegenseitig angucken. Das sind normale Karten, ja, da ist nichts irgendwie komisch. Ich gehe jetzt mit meinem Daumen hier so durch und du sagst mal bitte an irgendeiner Stelle Stopp, okay? Stopp. Hier? Ja. Okay, merk dir mal bitte die Karte, zeig's auch den drei anderen. Okay, kannst du irgendwo wieder reinmachen? Klar. Pass auf. Konzentrier dich mal. Ihr alle jetzt, ihr habt ja alle die Karte gesehen, ne? Denkt mal bitte einfach nur an die Karte, die er gerade gezogen hat, okay? Und schaut mal währenddessen hier in die Flamme. Und versuchen mich jetzt auch nicht irgendwie zu verarschen oder so, sonst tue ich mir gleich unnötig weh. Okay, einfach an die Karte, die du gerade gezogen hast. Okay, ich glaube, wir sind soweit. Ich hoffe, das funktioniert. Guck mal, da haben sich jetzt Brandblasen gebildet, aber keine gewöhnlichen. Kreuz Ass.
ist schon mal. Ja, also das ist, soll ein A sein, oder? Ja, es ist ein A. Warum aber ein A? Wegen Ass. Krass. Okay. Wir können noch eine Sache ausprobieren, wenn ihr wollt. Hast du dein Handy dabei? Ja, hab ich dabei. Hast du die YouTube-App? Ja, hab ich auch. Kann ich geh mal kurz bitte in die YouTube-App. Ich nehme mal an, du kennst ein paar Songs von Reezy. So ein, zwei Stück auf jeden Fall, ja. Kannst du mal bitte an irgendein Lied von ihm denken? Mir nicht sagen, nur in deinem Kopf an eins denken, okay? Hast du eins? Ja. Ich versuche jetzt einfach mal, das herauszufinden. Ich mache deine Lautstärke nach ganz unten. Mhm. So. Okay. Zum ersten Mal, was ist das Lied, an das du denkst? Soll ich sagen, ja? Love Story 2002. Love Story. Love Story, ja. Das ist ja jetzt keine 1:2 Wahrscheinlichkeit, richtig? Das ist dir einfach so in den Kopf gekommen, das Lied. Genau. Nimm mal nur deinen Finger und geh mal auf die Laut... Und genau, dreh mal auf. Dreh mal rum. Okay, sehr, 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 sehr stark, Bro. Crazy, Bruder. Crazy. Der hat Siri angemacht. Ich wollte auch schon sagen, Siri. Okay, stark, stark. Danke dir. Okay, aber eine Frage hätte ich noch. Was verdienst du so? Was war deine höchste Gage, die du bekommen hast? Also was verdienst du so auf Hochzeiten oder wo du dann auch mal bist? Ist immer unterschiedlich. Ich kann auf jeden Fall mich nicht beschweren. Und es tendiert von 4- bis 5-stelligen Bereichen. Crazy. Dann danke dir auf jeden Fall erstmal. Ja, gerne. Dann würde ich vorschlagen, machen wir erstmal mit dem hinten rechts weiter. Hi, mein Name ist Mario Barone, ich bin 41 Jahre alt und bin hauptberuflich Magier oder Zauberer, wie immer ihr es nennen möchtet. Bro, das ist der doch, ja, das oder? Ist der mit der Stimme und so, der hat X-Factor moderiert. Also was ich auch mache von vornherein, das werde ich aber heute nicht machen, dafür brauche ich andere Voraussetzungen. Ich mache auch Hypnose, also dass du dann schläfst. Krass. Das ist alles ein Traum. Schlaf. Was kannst du da mit Hypnose alles anstellen? Theoretisch tatsächlich sehr viel. Also die Grenze, also es ist unbegrenzt. Deine Möglichkeiten sind tatsächlich in Hypnose unbegrenzt. Könntest du jetzt so, ich bin zum Beispiel gerade, Reezy und ich sind auf Diät und wir haben trotzdem noch Lust auf Cheeseburger. Könntest du uns das kannst so du wegmachen, ja. Was aber nicht machen kannst, das geht wirklich. Was nicht funktioniert niemals ist, wenn ich sagen würde, geh jetzt auf ein Hochhaus und spring runter. Das würdest du niemals tun. Du würdest dann selbst wach werden, weil du einen Selbsterhaltungstrieb hast. Das funktioniert nicht. Aber ansonsten funktioniert wirklich, du vergisst deinen Namen, du kannst nicht mehr gehen, du hast keinen Hunger mehr, du hast keinen Heißhunger mehr. Rauchen, Rauchentwöhnung. Oftmals brauchst du mehr als nur eine Sitzung und immer, Voraussetzung ist immer, dass du es auch möchtest und willst. Wenn du es nicht möchtest und du weiter dir eine nach der anderen ziehen willst, dann wird es schon schwer. Aber theoretisch, definitiv, ja. Hat es was mit Magie zu tun oder was passiert da, wenn du das machst? Was passiert im Kopf vom Gegenüber? Stell dir vor, also ich sag dir, mach bitte einfach mit, okay? Also wenn du dann mitmachst und mir zuhörst und das machst, was ich dir sage und du dich... Du musst dich nicht 100% drauf einlassen, aber wenn du dich etwas drauf einlässt, dann kann es funktionieren. Wenn, das hatte ich auch schon, ich sage, dann kommt immer nach vorne. Wichtig ist immer, dass es Freiwillige sind. Ich werde nie jemanden aussuchen und sagen, du kommst, sondern ich sage, wer jetzt möchte, kommt einmal nach vorne. Und dann sage ich aber auch, wenn einer jetzt dabei ist, der von vornherein sagt, Digga, du kriegst mich nicht, keine Chance, hast du schon gewonnen, das Battle. Das Battle kann ich nicht eingehen, dann nimm bitte wieder Platz. Also, ich kann nicht battlen. Ich kann dich nicht dazu zwingen, dass du schläfst. Das funktioniert nicht. Krass. Aber ich traue dir das alles voll zu. Also würdest du es auch hinkriegen, so du hypnotisierst mich und dann, sobald ich aufwache, weil ich will unbedingt breit werden, werde ich aber nicht, Bruder. Und ich gehe nochmal aus. Machen wir nachher machen wir eine Pause, machen wir was. Versprochen. Oh, okay. Du stehst auf Bühnen. Ja, also hauptsächlich bin ich tatsächlich bei Veranstaltungen unterwegs, das heißt Firmenveranstaltungen. Ich mache auch mal Hochzeiten, die machen auch mega Spaß, aber mein Hauptgeschäft sind tatsächlich Firmenveranstaltungen oder Messen, wie jetzt die FIBO, die jetzt im April ist. Ja, da gibt es auf meinem Kanal gibt's Karten zu gewinnen, nur mal so nebenbei. Mhm. Aber, okay, interessant. Und du hast einen Trick vorbereitet für uns? Also selbstverständlich. Können wir den sehen? Wenn ihr das unbedingt möchtet. Safe. Dann brauchen wir Folgendes. Ich brauche einen und zwar würde ich dich gerne nehmen. Ihr müsstet einmal ganz kurz nur zur Seite gehen und dann kommst du einmal zu mir nach vorne. Was wir jetzt gleich machen, ist Folgendes. Ich werde dich gleich immer berühren. Mhm. Wenn du eine Berührung spürst, wie zum Beispiel so, wirst du immer deinen Arm
einmal nach oben heben und dann wieder senken. Tust mir einen Gefallen, die Maske bitte einmal runterziehen. Und du wirst immer dann, wenn du eine Berührung spürst, immer die Hand nach oben, okay? Wir machen einen kleinen Test. Und wieder runter, sehr gut. Du wirst ab jetzt alles, was du hörst, um dich rum, meine Stimme, mein Atem, jedes kleinste Geräusch, all das wirst du wahrnehmen und all das wird dir helfen, immer eine Berührung zu spüren. Und zwar jetzt, nochmal. Und bleib genau so. Bleib genau so. Konzentrier dich auf meine Berührung. Los geht's. Bist du bereit? Und konzentrier dich auf deine Berührung. Nochmal, sehr gut. Nochmal. Sehr gut. Noch einmal. Okay, und ein letztes Mal. Okay. Hast du Berührungen gespürt? Ja, wenn du sagst. Am Anfang stand ich irgendwo da hinten und hab einmal das gemacht und du hast dich bewegt, ohne dass ich dich berührt habe. Krass. Kartentricks habt ihr schon viele gesehen, ne? Ja, sehr viele. Zu viele. Und zu viele. Aber hat euch auch schon mal jemand etwas über Kartentricks erklärt? Karten sind nicht nur Karten. Karten haben eine Bedeutung und zeigen und spiegeln immer ein ganzes Jahr wieder. Ein Kartenspiel hat insgesamt 52 reguläre Spielkarten. Ist das korrekt? Insgesamt 52 plus zwei Joker. Eins und zwei. Okay? Ein Jahr hat wie viele Wochen? 52. Wenn du alle Kartenwerte miteinander addierst, 6 plus 10 plus 2, der König steht für die 13, die Dame für die 12, 12 und der Bube für die 11. Wenn du alle Kartenwerte miteinander addierst, kommst du auf 364 Tage. Der eine Joker füllt den 365. Tag auf und der zweite Joker, der im Kartenspiel noch mit drin ist, steht für das Schaltjahr, das alle vier Jahre ist. Aber nicht nur all das. Das Kartenspiel hat zwei Farben, rot und schwarz, wie Tag und die Nacht. Ein Kartenspiel hat auch vier Symbole. Pik, Karo, Kreuz und Herz. Wie viele Jahreszeiten gibt es? Vier. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Tu mir einen Gefallen. Ich möchte, dass du dir eine Karte aussuchst. Eine, die du siehst. Okay? Einfach mit dem Finger drauf zeigen. Egal welch. Die Kreuz 3 direkt? Ja. Dann nimm bitte den Stift und schreib mir deinen Namen schön groß da drauf. Geiler Typ. Jetzt bist du dran. Jetzt pass auf. Du nimmst eine Karte, die wir nicht sehen. So eine zum Beispiel. Egal welche. Die? Ja. Okay, warte, warte, langsam. Die Karo 10. Schreib du deinen Namen schöner, großer drauf. Geil, sehr gut. Ihr habt beide euch frei für eine Karte entschieden. Du hast eine genommen, die du gesehen hast, und du hast eine genommen, die du vorher nicht gesehen hast. Ist das korrekt? Ja. Aus einem Kartenspiel, das komplett vermischt ist. Bild oben, Bild unten, Bild oben, Bild unten. Komplett gemischt. Ich zeige euch jetzt gleich, was die Karten auch widerspiegeln. Nicht nur, dass das Ganze alles so durcheinander läuft, sondern ich zeige euch gleich einen Spruch, den ihr wahrscheinlich auch gehört habt. Nimm mal deine Hand so da drüber. Meine? Ja. Achso, gut. Lass dich nicht ablenken, egal was passiert. Eins, zwei. Hast du es gespürt? Ist auch nichts passiert. Pass auf. Doch, es ist was passiert. Habt ihr es gesehen? Ihr habt die Karten gezogen. Und das ganze Kartenspiel ist wieder komplett wieder richtig sortiert. Eine Karte dreht sich um, sucht die Partnerkarte und die bleiben immer beieinander. Ihr zwei. Du machst bitte mal so deine Hand auf rein. Und du nimmst deine Hand und legst sie so da drüber. Genau. Halt fest. Cut. Ey, Bruder. Das ist ein E-Daumen. Wisst ihr, was die Karten auch widerspiegeln? Habt ihr schon mal den Spruch gehört, ein Herz und eine Seele? Und guck mal, auch das. Zeigen die Karten. Hä? Sehr, sehr stark, Digga. Mein Name ist Mari Barone, vielen Dank. Ich glaub dir auf jeden Fall, dass du zaubern kannst, ja. Ich dachte, es wäre zusammengeklebt. Hab ich auch gedacht, aber sind die nicht, wa? Nee. Ey, Jungs, ganz kurz, gell. Der hat an seinen Daumen gezogen und da kam Rauch raus. Also, die kämpfen hier gerade in den Karten. Da kam gerade Rauch aus seinem Mund. Der hat an seinem Daumen. Stimmt, darauf haben wir gar nicht geachtet, ne? Der hat gerade an seinen Daumen gezogen, hat da ganz kurz Rauch aus. Ja, ich wusste nur, dass er meinen Daumen gesagt hat. Hat er nicht gesagt? Cut. Okay.
Okay, Jungs, habt ihr erstmal noch Fragen an ihn? Ja, ich habe ein, zwei Fragen. Du bist 41 Jahre alt, hast du gesagt, ne? Ja. Seit wie lange machst du das schon? Also die Zauberei selber tatsächlich wirklich gefühlt ein Leben lang als kleines Kind, klassisch mit dem Zauberkasten angefangen. Der Ursprung war aber mein Nachbar, ich war damals um die 10, der war 13, 14, hat dann so hier das erst mit so einem Daumen verschwinden, ne? Das hat mich so fasziniert. Aber professionell, dass ich damit wirklich mein Geld verdiene, mein Brot verdiene, jetzt ungefähr seit 5 Jahren jetzt. Was hast du davor gemacht, die anderen Jahre dazwischen? Ganz, ganz was ganz anderes. Da komme ich aus einer ganz anderen Branche, und zwar Versicherungskaufmann. Womit hast du mehr verdient? Mit der Zauberei. Wie gesagt, dadurch, dass ich mich speziell auf Firmen und Veranstaltungen fokussiere, sind auch die Gagen ganz anders als bei einem Geburtstag. Diese Gagen kannst du, wirst du da nicht bekommen. So, auf jeden Fall, glaube ich dir. Mit der einfühlsamen Stimme kannst du bestimmt gut Versicherungen verkaufen, ne? Ja, früher vielleicht, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Okay, dann danke dir auf jeden Fall. Dann würde ich vorschlagen, machen wir mit dem letzten einmal weiter, bitte. Hallo, mein Name ist Shotty Ice. Ich bin Magier. Und ich bin 23 Jahre alt. Bruder, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Das ist einfach mein Künstlername. Ich bin so dadurch sehr influenced. Glaubst du, ist irgendeine Herkunft von Shotty Ice, oder? Naja, es hat ein bisschen eher mit dem zu tun. Ja, ein bisschen. Ne. Es hat ein bisschen von der Mentalität zu tun, wie ich bin. Und Musik hören wir ja alle. Es ist bei mir so, es gibt viele Leute, die verschiedene Sachen als Name benutzen. Und bei mir ist es so, Shotgun hat sehr viele, wenn du einmal schießt, hat es verschiedene Richtungen, in die ich schieße. Und bei mir ist es so, ich habe seit meiner Kindheit halt auch mit der Zauberei und auch generell in meiner Hobby-Freizeit und alles mit allem versucht anzufangen. Ich habe Kung Fu, Karate, Fußball, Tennis, Tischtennis, alles mal versucht. Und bei der Zauberei halt eben genauso. Ich habe mich in der Großillusion, in der Mentalmagie, in Close-Up, in allem Möglichen halt mal versucht und getestet. Und im Endeffekt ist das einfach so eine Sache, die viel mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Aber du bist 23, sagst, was hast du für eine schulische Ausbildung gemacht? Schulische Ausbildung, ich habe Abi gemacht und dann habe ich studiert. Was hast du studiert? Wenn ich darf. Es hat so halt Musikbusiness. Okay. Ja. Wie Musik? Also hier sitzt Musiker vor dir und du sagst jetzt gerade wirklich, ja, so halt Musikbusiness, ja? Ja. Hast du schon mal gehört von dem Studiengang Musikbusiness? Kann man das studieren? Bruder, es gibt keinen Studiengang, der Musikbusiness heißt auf jeden Fall. Audio Engineering, um genau zu sein. Okay, aber Audio Engineering ist was ganz anderes als Business. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob ihr, ihr kennt euch ja damit aus, aber ich meine, jetzt für die normalen Zuschauer, Audio Engineering, Tontechniker kennen die eher als... Was für Plugins hast du benutzt in der Lehre? Ich benutze tatsächlich nicht so viele, weil ich mache das alles im Homestudio, alles... Okay. Welcher Hersteller ist dein Lieblingshersteller von Plugins? Es gibt verschiedene, also ich kenne... Also von Infected Mushrooms benutze ich jetzt den Wider von denen, keine Ahnung. Aber ich benutze tatsächlich, ich habe halt mit Pro Tools alles gelernt und sowas, aber ich habe mich nie irgendwie mit Plugins wirklich auseinandergesetzt. Ich mache halt so meine Musik so mit dem, was es dort gibt. So. Aber du hast doch Audio Engineering studiert. Ja. Beim Audio Engineering lernt man auf jeden Fall zu mischen. Nicht wirklich viel mit Plugins, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, klar, aber dann lernt man zu mischen. Ja, ja, klar. Okay, mit was für analogen Geräten hast du denn gemischt in deiner Lehre? Das ist gerade der Nerd-Talk hier, ja. Scheiße, Mann. Ich mache alles bei mir. Also ich habe mein ganzes Setup daheim im Home-Studio und ich nehme da alles mit Mikrofon auf. Glaube ich dir nicht. Weißt du, wie viel die analogen Geräte kosten? Analoge Geräte, weißt du, wie viel die kosten, über die, also mit denen du gearbeitet hast? Also sorry, dass ich jetzt frage, aber analoge Geräte meinst du jetzt einfach nur die Geräte, die ich habe? Du hast auf jeden Fall kein Audio-Engineering studiert, mein Freund. Wie viel kostet ein TubeTech? Ich weiß nicht mal, was ein TubeTech ist. Ja, hast du kein Audio-Engineering studiert? Doch, habe ich. Nein, Ich zeig dir später mein Diplom. Bro, wenn du studiert hast, gell, ich will dir nicht zu nahe treten, Bro, du hast auf jeden Fall geschlafen. Wie kamst du jetzt von Audio Engineering auf Zauberei? Damit bin ich tatsächlich geboren worden. Meine Eltern sind professionelle Zauberkünstler, heißen Sos und Victoria. Mein Bruder ist auch ein professioneller Zauberkünstler, Chris Stark. Er war bei euch letztes Mal in der letzten Folge dabei. Und ich mache, seitdem ich 4 bin, Zauberei. Seitdem ich 6 bin, professionell auf der Bühne. Einer meiner ersten Verträge war jetzt in Griechenland. Und ja, das mache ich jetzt. So bin ich geboren. Also ich bin auf der Bühne geboren. Im Bauch von meiner Mutter war ich noch auf der Bühne. Und wo machst du deine Auftritte? Ich bin tatsächlich eher auf Bühnen im Vergleich jetzt zu den anderen Kandidaten. Bin ich eher halt auf Bühnen unterwegs, weil ich trete in Varieté-Shows auf. Wie jetzt zum Beispiel, ich war jetzt gerade im Apollo-Varieté davor in Rügen. Ich habe auch im Friedrichsbau-Varieté aufgetreten. Es sind verschiedene einfach nur Varietés, wo so eine Show ist für Monate lang. Und da kommen jeden Tag neue Leute und gucken sich die Show an. Was kann ja sein, dass deine Eltern auf jeden Fall Magier sind, aber er selbst vielleicht. Mach mal so ein Intro, wenn du jetzt auf die Bühne kommen willst, was geht ab? Ich spreche eher weniger. Ich bin Manipulationskünstler, was bedeutet, ich habe meistens Musik
und die Musik spielt und ich mache meine Vorstellung. Was machst du heute hier? Heute habe ich tatsächlich für euch, da ich eigentlich als Manipulation jetzt dachte, hier nicht in das Format reinpasst, aber kann ich auch gerne später mal einen kurzen Ausschnitt zeigen, zeige ich euch mal Close-Up, was ich eigentlich eher seltener mache, aber habe ich für euch extra mal vorbereitet. Hoffentlich kein Kartentrick? Doch, das ist auch ein Kartentrick. Okay, hast du noch was anderes vorbereitet? Ich habe ein paar Sachen dabei, ich fange erstmal mit dem ersten an und dann gucken wir mal weiter. Ich habe für euch hier ein Kartenspiel dabei, aber das hole ich erstmal gleich raus. Viele Leute fragen sich, wieso zaubern Zauberkünstler so oft mit Karten? Dazu gibt es einfach eine ganz einfache Erklärung. Karten sind sehr praktisch. Die kann man einfach nur in dieser einen kleinen Schachtel in die Tasche stecken, hat man immer dabei und man hat sehr viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Aber Karten haben auch eine sehr, sehr interessante Eigenschaft. Sie können nämlich mit der Person, die sie gezogen hat, eine ganz bestimmte Verbindung herstellen. Diese Verbindung möchte ich euch heute einmal darstellen. Viele Leute lassen eine Karte ziehen, lassen das Deck mischen auf verschiedene Art und Weisen und lassen sich dann diese Karte wieder herzaubern. Diese ganze Verbindung kann ich mit Wärme aufspüren. Und um es euch heute visuell zu machen, habe ich ein Kartenspiel mitgebracht. Bitte, sag irgendwann an einer Stelle einfach mal Stopp, okay? Aber heute. Okay, nochmal. Stopp. Hier zufrieden, okay, gut. Okay, nimm diese Karte. Zeig sie den anderen Leuten, zeig sie auch einmal in die Kamera, damit wir das alles einmal sehen können. Einmal in die Cam, einmal für euch. Mit dieser Karte, dadurch, dass du sie schon gezogen hast, hast du schon eine Verbindung aufgebaut. Leg sie einmal hier rein. Ich möchte einmal, dass diese Karte nochmal deutlicher gemacht wird, indem du einmal diesen Stift nimmst, mach ihn einmal auf und wir werden jetzt einmal gleich dich bitten, hier deinen Namen oder Unterschrift oder irgendwas drauf zu machen. Ich halte es auch einmal so, dass du es in die Kamera reinschreiben kannst. Schreib einfach mal drauf. Genau, perfekt, dass das jeder sehen kann. Diese Karte ist jetzt unterschrieben, ist einzigartig in diesem Kartenspiel. Ich lege die ganzen Karten anders drauf. Dieses Kartenspiel werde ich jetzt einmal wieder wegpacken. Ich packe sie einfach mal wieder hier rein. Und ich möchte euch ja demonstrieren, wie die Verbindung aufgebaut wird. Könnt ihr euch vorstellen, wie durch Wärme Karten sich wieder finden können? Ich will es euch jetzt einmal demonstrieren. Ich will es aber diesmal nicht nur mit Körperwärme machen, wie ich es normalerweise mache, aber damit ihr das nochmal perfekt sehen könnt, mache ich das mit Feuer. Wir nehmen dieses Feuerzeug und versuchen es einmal. So. Seht ihr, dass da schon was abgebrannt ist? Okay. Wir gucken einmal rein, denn in diesem Kartenspiel sind jetzt alle Karten durchgebrannt. Seht ihr das alle? Ich zeige es auch einmal in die Kamera. Das ganze Kartenspiel ist durchgebrannt. Aber es soll ja diese Verbindung nur mit der einen Karte geben. Okay? Wir gucken einmal rein. Alle Karten sind normal. Außer eine, die hat es mehr getroffen. Alle anderen Karten sind wirklich normal. Welche Karte war deine? Zwei Herz. Diese Karte darfst du behalten. Genau, das war der erste. Wenn ihr noch was sehen wollt, könnte ich euch noch was zeigen. Ansonsten können wir erstmal weitermachen. Ja, ohne Karten vielleicht? Also ich zauber theoretisch normalerweise mit Bällen, habe ich jetzt leider nicht dabei. Mit Münzen habe ich auch nicht dabei. Mit Geldscheinen, die aber in Form von Karten sind natürlich. Was ich auf der Bühne tatsächlich mache, sind eher so, also ich mache Manipulation. Was bedeutet, das ist eine Kunstart, wo man mit Fingerfertigkeit arbeitet. Und da geht es eher um so Kleinigkeiten wie, ihr seht hier eine Karte und die verschwindet dann und taucht hier wieder auf. Oder so. Sowas mache ich auf der Bühne, aber halt mit vielen verschiedenen Sachen. Also das ist jetzt nur ein kleiner Trick. Interessant, interessant. Ich habe auf jeden Fall einen kleinen Einwand, der mir allgemein aufgefallen ist, jetzt nicht nur zu dir. Ich stehe ja auch auf der Bühne ab und zu mal und da lernt man und weiß man, dass eine gewisse Bühnenpräsenz wichtig ist, ne? Ja. Prim, kennst du ja auch. Richtig. Ne, Prinz? Ja, bin ich ganz mit dir. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass wenn du auf der, weil ihr habt alle darüber geredet, dass ihr auch auf Bühnen performt, beziehungsweise du jetzt explizit. Das heißt, wenn du auf der Bühne stehst, hast du wahrscheinlich auch ein Mikrofon. Und wenn du in dem Pegel redest,
wird das Mikrofon wahrscheinlich nicht so viel aufnehmen, beziehungsweise kommt das nicht so rüber. Ich fand bei dem Kollegen hier hinten, der hat da schon diesen Druck in der Stimme gehabt, diese Präsentationsstimme. Nur auf diesen Finger schauen. Naja, also im Prinzip, um es zu erklären, ist es so, habe ich auch vorhin schon erwähnt, ich zauber als Zauberkünstler auf der Bühne mit Musik. Also das heißt, es gibt verschiedene Sparten, allgemeine Magie mit Musik, es gibt also sehr unterschiedliche mentale Magie, Close-Up, dies, das, alles mögliche. Wenn du aber als mit Musik auftrittst, heißt das im Prinzip, ist das so wie ein kleiner Tanz. Du hast eine Choreo, die du davor daheim eingeübt, einstudiert hast, geprobt hast, alles mögliche. Dann gehst du auf die Bühne, Musik fängt an, bab, und du machst deinen Auftritt. Mehr passiert da nicht. Also ich spreche eigentlich nicht auf der Bühne. Nee, ich mache normalerweise Manipulationen. Da bin ich auch deutscher Meister, dreimal drin. Und ja, das letzte Mal 2017 habe ich gewonnen. Okay, Jungs, also ich würde sagen, jetzt müssen wir uns erstmal für einen entscheiden, den wir rausvoten. Das wird sehr, sehr schwer. Ja. Das wird sehr, das sehr, 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 sehr schwer. Also ich glaube, wir sind uns einig, Jungs, oder? Ja, Prince K auf jeden Fall. Bro, hast du ganz okay gemacht, aber du bist einmal mit raus. Ey, ich fand's geil. Hey, Prince. Das ist so geil. Ich feier den. Okay, Trim, du hast noch eine Frage an hinten links, ne? Genau, an dich. Ist das auch dein Bühnenoutfit, was du dann trägst? Also so in dem Style, ja. Also ich nenne mich gerne moderner Zauberkünstler, moderner Magier. Früher habe ich wirklich auch einen Anzug getragen, aber das mache ich mittlerweile nicht mehr. Kannst du mir nochmal deinen linken Unterarm zeigen? Wegen der Tattoos, also unter der Jacke? Wofür steht das? Weil oftmals, wenn ich den Tisch verlasse oder die Veranstaltung verlasse, was haben die Leute immer über den Köpfen? Ein Fragezeichen. Okay. Mhm. Und dein anderer Unterarm? Und Karten und Würfel, ne? Andere Seite. Da ist auch ein Totenkopf mit so einem Magierhut, hast du gesehen? Mit so einem Zylinder. Ja, ja, es kann halt auch seine Leidenschaft einfach sein, ne? Kann auch sein, dass er immer noch Versicherung macht. Ja, und will gern Geld damit verdienen, ja. Kann auch sein, dass er so die Versicherung verkauft mit Hypnose. Aber ich hab nie Vertrieb gemacht. Okay. Also nebenjobmäßig kann es ja auch sein. Nee, Versicherung ist Kaufmann tatsächlich als Sachbearbeiter, aber nicht im Vertrieb. Also ich hab dir jetzt keine. Nee, ich meine, dass du die Zauberei als Nebenjob machst. Ach so. Also nee, das ist seit 5 Jahren nicht mehr. Vorher ja. Okay. Vorher habe ich das wirklich als Nebentätigkeit gemacht. So habe ich mir das aufgebaut. Habe dann erstmal Geburtstage gemacht und dann hast du da mal 200 verdient. Aber offiziell, ne, offiziell. Und dann kamen Geburtstage und irgendwann baust du dein Netzwerk schon so auf, dass du irgendwann, hat doch ein bisschen was mit Glück zu tun, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann kam mein erster quasi großer Kunde und durch diesen Kunden entstanden dann wirklich weit. Aber es hat sich wirklich, wirklich, das hat gedauert. Das ist ein Prozess, der hat bei mir gedauert, da ich das vorher wirklich nur als Nebenjob gemacht habe. Das war vorher nie meine Absicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, da verdienst du echt ein paar Euro mit. Und ist halt echt ein geiler Job, ja. Okay, krass. Ich habe eine kurze Frage. Nein, wollen wir schon mal einen erstmal rauswählen? Ja, ich würde sagen, oder? Ich will da jetzt keinem zu nahe treten, aber ich glaube, die junge Dame muss, glaube ich, erstmal, also wenn wir da alle uns einig sind. Ich wäre auch dafür. Also ich fand den Trick sehr nice, sehr cool, hast du sehr gut gemacht. Also wirklich, ich glaube, ihr Trick hat mich am meisten geflasht, weil es einfach kein Kartentrick war, weil da keine Vorbereitung. Ich habe noch mehr dabei. Kannst du uns auch gerne zeigen, bin ich auch nicht abgeneigt. Aber ich fand es gut, dass sie auch davor nicht gesagt hat, hier die Kamera so und so oder irgendwie Kartentrick, sondern sie hat einfach losgelegt und es war nice, kurz und knackig. Deswegen, also ich glaube hier auf jeden Fall alles, außer dass sie damit hauptberuflich ihr Geld verdient, wegen dem Alter. Ja. Hätte ich auch gesagt. Hast du auch richtig gut gemacht, fand ich. Dankeschön. Nur ich glaube auch, dass du vielleicht bist auch so auf dem Weg. Genau, on the come up. Aber zeig uns ruhig nochmal einen Trick, wenn du einen dabei hast. Gerne. Bevor wir sie jetzt rausnehmen. Ja, ja. Weißt du? Ja, ich zieh mir auch noch einen rein. Früher gab es mal im Fernsehen Uri Geller, der hat behauptet, dass er übermenschliche Kräfte hat. Und ich fand es auch immer als Kind immer faszinierend, Metall mit reiner Gedankenkraft bewegen zu können. Nein. Ich kann damit wirklich einen sehr guten Trick. Ich kann den Löffel in meinem Mund um 360 Grad drehen. Jetzt fragt ihr euch zu Recht, warum. Weil ich es kann. Also. Hände kommen weg, ganz wichtig. Achtung. Ja. Ich sage nicht so begeistert. Ich glaube, wenn ihr das später nachmachen wollt, nehmt da ein bisschen Gabel. Weil das. Ich habe natürlich auch noch einen Kartentrick mitgebracht. Ich weiß, ihr mögt keine Kartentricks, aber ich habe
euch auch 52 Karten mitgebracht. Und ich würde Nahim dich vielleicht bitten, dir irgendeine Karte auszusuchen, ganz frei. Genau, super. Und ich würde dich bitten, irgendwas da drauf zu schreiben. Hinten oder vorne? Vorne, da auf der Vorderseite. Genau. Darfst du es sehen? Ja, ist okay. Du kannst irgendwas draufschreiben. So, okay. Dann würde ich euch beide bitten, die Hände einmal auszustrecken. Genau, richtig. Beide Hände. Super, ich nehme dir das ab. Beide? Genau, beide Hände. Ich sage euch das mal. Pik König, das kommt jetzt hier mittig rein. Und das kommt jetzt hier drauf und einfach alle Hände drauf. Genau, alle Hände drauf. Einfach so, genau. Ich habe versucht jetzt erstmal die Karte zu finden. Was war die Karte? König. Pik König. Ich habe den Joker, weil das steht für jede Karte im Spiel. Nein, nein. Ich weiß, du magst keine Kartentricks, deswegen versuchen wir jetzt die Karten verschwinden zu lassen. Okay? Trunk. Spürt ihr sie noch? Niemals sind die jetzt weg. Ja, ich spüre sie noch. Spürst du sie noch? Ja. Warte. Niemals. Mach mal ganz langsam die Hände auf. Hä? Nein. Da war gar keiner dran. Da war gar keiner dran. Nein. Alle Karten sind verschwunden, extra nein. Für eine. Nein, Mann. Nein, Mann. Boah, ach, krass. Scheiße. Das ist sehr, sehr gut. Die bis jetzt von den Tricks am krassesten. Die sind temperaturaktiv. Guck mal, irgendwann, ich konnte keine Kartentricks mehr sehen, aber den fand ich jetzt. Ja. Wirklich, wirklich. Vielleicht sollten wir sie doch drin lassen. Ja. Boah, allein weil das so gut war, würde ich sagen, wir lassen sie jetzt mit den Worten erstmal. Hast du theoretisch noch einen Trick dabei? Ich habe noch viel dabei. Okay. Aber guck mal, warte mal ganz kurz. Sie ist auch die Einzige, weil der Kollege hinten, der hat gesagt, er macht so viele Tricks, aber er hat jetzt nur die Karten dabei, Bälle nicht dabei. Wenn du sagst, du bist ja spezialisiert darauf, dann musst du das ja eigentlich schon mit dabei haben. Als nur diesen Kartentrick, ne? Wenn du es jetzt so siehst. Und sie hat halt schon viel dabei. Sie sagt, ich habe auch noch ein paar. Ja, die beiden hier vorne, ich sag dir ehrlich, die haben am Ende noch mal so ein bisschen überzeugt. Also ich wäre tatsächlich dafür, dass wir vorne links. Ich wäre auch da ja. Komm mit auf jeden Fall, ja. Ja, wir müssen einen müssen wir rauswählen. Ja, ich wäre für ihn. Ich wäre da. Ja. Sind wir uns einig? Ja. Okay. Aber danke dir, Mann. Danke dir auf jeden Fall. Ja, du bist ein. Boah, es ist echt schwer, Alter. Es ist echt schwer. Singst du, wirkst für mich so, als würdest du sowas Sicheres machen wollen, so wie zum Beispiel studieren. Und das machst du so nebenher, weißt du? Also so, du wirkst auf mich wie so eine Studentin. So ein bisschen. Aber nebenher würde ich nicht sagen, dafür macht die es zu gut. Das ist auch so ein Ding, wo ja, ich so Leidenschaft halt. Genau, aber so on the come up, so, dass sie vielleicht schon das machen will, auch hauptberuflich. Yeah. Ne? Aber ich bin immer, wie gesagt, bei diesem Magier, vielleicht denke ich auch komplett falsch davon. So tief bin ich nicht drin, dass jetzt einfach nur so mein Ermessen ist. Es gibt nicht so viel Space für Magier, wie er schon gesagt hat. Das ist jetzt auch nicht das, was die Jugend so krank anzieht, sondern dass da eher erwachsene Leute oder vielleicht ältere mit ihren Kindern hingehen. Deswegen glaube ich, wie gesagt, du musst halt irgendwie so, du musst da irgendwie rausstehen, um da dann besonders wirklich, um krass Geld zu verdienen. So, weil ansonsten, wie gesagt, kann er jetzt nicht wissen, dass er 400 Pokale da drin hat, wenn er jetzt irgendeinen Magier auf die Hochzeit bucht. Da denkt er sich, ja komm, der hier von Ding macht das doch auch. Ja. Was man dazu sagen muss, also mein Markenzeichen ist natürlich auch, dass ich eine Frau bin. Und das heißt, in der Zauberei gibt es sehr wenige Frauen. Ja. Deswegen ist es auch nochmal so ein Ding. Das habe ich mir auch schon gedacht. Selten auf jeden Fall. Ne? Was hast du dann an auf deinen Shows? Also wie ziehst du dich dann an auf deinen Shows? Hast du ein Kostüm oder? Mein Markenzeichen sind erstmal meine Locken und dann Rollkragenpulli. Ich kann euch auch vielleicht irgendwie eine Visitenkarte geben. Sind noch meine Locken drauf. Ach, du hast sogar eine Visite. Deutsche Jugend. Vizemeisterin der Kartenkunst. Okay, das ist halt einfach auch speziell die Kartenkunst, ne? Boah, das sieht schon sehr professionell aus. Zauber kennst du ja. Ja. Und eben die Locken, Rollkragenpulli, das ist halt so ein bisschen mein Markenzeichen. Ja, okay. Stark, Mario. Einfach Baufirma. Scheiße. Es ist halt wirklich schwer zu sagen, weil man kann das halt auch nebenbei einfach machen noch. Ja, das ist aber es doch. Das ist es doch. Du kannst ja Montag bis Freitag im Büro sitzen und Samstag und Sonntag auf eine Show gehen. Da muss man halt auch den Faktor jetzt kurz beachten, dass der junge Herr ein paar Jahre älter ist als die junge Dame hier und bei ihm auch der Zeitpunkt im Leben angekommen ist, wo er dann irgendwann langsam auch wissen muss, okay, das ist mein Ding und das ist jetzt, damit verdiene ich und bababam. Sie ist ja noch so in der Aufbauphase. Kann sein, dass sie sagt, so wie wir halt alles oder nichts, ne? Wir gehen einfach jetzt rein, wir machen jetzt unsere Leidenschaft und wir ziehen jetzt von zu Hause aus. Und
Die Karte sieht halt schon hier. Bei Mario sieht das so aus, als würde er noch Versicherung machen. Ja, und würde das hier halt am Wochenende wirklich bei Firmen und auf Hochzeiten machen. Reezys Punkt war gar nicht mal so schlecht, weil ich glaube wirklich, dass sie sich das gerade aufbaut. Mhm. Weißt du? Ja. Die hat auch eine eigene Homepage und so, ne? Also das ist schon, genau. Also das ist jetzt nicht hier eine Gmail oder GMX-Kontakt-E-Mail-Adresse. Sie meinte schon richtig, ne? Heutzutage brauchst du eine Website. Du wirst tatsächlich von Firmen gefragt, haben sie eine Website? Die Frage nicht, hast du Insta-Minster? Haben sie eine Website? Die Buchung kommt tatsächlich oftmals übers Telefon oder per Mail, anstatt über die Website. Die wollen aber sehen. Die wollen aber erstmal die Seite sehen, ja klar, ja, ich verstehe. Rezession, ne? Ja, gerade bei Firmen und so kann ich mir das auch gut vorstellen. Das ist definitiv so. Aber ich muss halt ehrlich sagen, so, wenn ich die Karte von hier sehe und deine Bruder, dein ist tot. Also gar nicht böse gemeint, aber allein noch so Matti und so. Aber warum ist sie tot? Ich weiß nicht, Bruder. Das, guck mal, Achi, wenn ich mir das Logo angucke, wie krass das gemacht ist mit der Hand da drin im Kopf und so. Und weiß ja, ich meine, das noch die Schritte. Zu meinen muss ich nur sagen, ich arbeite damit, ne? Also ich verteile die unbewusst. Pass auf, ich zeig dir das. Ja, ja, da sind wir dabei. Die Karte ist genauso gut wie die andere. Jetzt haben wir ein anderes Teil. Ja. Ich hab in meinem Koffer noch andere, aber die ist einfach nur, pass auf. Wie werde ich besser meine Visitenkarten los, wenn ich von Tisch zu Tisch gehe? Und zwar, wenn ich damit Tricks mache und die nachher 100%. So liegen lasse. Guck mal, denk mal bitte an eine Zahl von 10 bis 99. Nicht sagen, nur denken. Hast du? Änder die bitte jetzt noch einmal ab. Hast du? Perfekt. Guck mal, ich werde jetzt eine Zahl aufschreiben, aber hinter meinem Rücken. Warum? Wenn ich es hier machen würde, achte mal drauf, könntest du vielleicht erraten, was es ist. Was würdest du raten? Was meine Zahl jetzt war? Nee, was ich jetzt aufgeschrieben habe. Du hast jetzt vielleicht eine 9 oder so hingeschrieben. Fast eine 8. Aber was ich meine, du erkennst, was ich mache. Zwischen 10 und 99. Zwischen 10 und 99. Hast du eine Zahl im Kopf? Ich hab's, ja. Änder deine Zahl noch einmal ab. Okay. Guck mal, wenn du mir eine Frage beantwortest, ganz spontan, ganz schnell, blau oder rot, was würdest du nehmen? Blau. Sehr gut. Pizza oder Nudeln? Natürlich die Nudeln. Du hast eine Zahl in deinem Kopf, richtig? Änder die noch einmal ab. Hast du? Hör gut zu, was ich dir sage, okay? Hör gut zu. Immer wenn ich dir jetzt sage, ändere deine Zahl, kannst du die ändern, musst du aber nicht. Du antwortest immer nach einem kurzen Moment, ja, hab ich. Okay? Los geht's. Ändere deine Zahl noch einmal ab. Hab ich. Sehr gut. Ändere deine Zahl, nimm eine Zahl zwischen 30 und 59, und zwar jetzt. Sag ja, hab ich. Hab ich, ja. Sehr gut. Noch einmal ändere deine Zahl. Hab ich. Und nimm, wenn du möchtest, die allererste Zahl, die du im Kopf hattest. Okay, hab ich. Und jetzt deine allerletzte Entscheidung. Okay. Nimm irgendeine Zahl zwischen 10 und 99. Hab ich. Hast du? Ja. An welche Zahl denkst du? Da, soll ich sie sagen? 14. Warum die 14? Das war die Zahl, die ich davor im Kopf hatte, einfach. Wie oft hast du deine Zahl geändert? 6-mal. 6-mal. Guck, ich bin so froh. Und dann lege ich diese Karte dahin und jetzt schaut selber nach. Hey, what the fuck? Wer hat das gemacht? Ja. Ich weiß, glaube ich, wie. Ich will jetzt den Trick nicht aufdecken. Ich bin ja eh immer da sehr frech, aber ich glaube, ich habe so eine Idee einfach, wie er es gemacht hat. Ich sag dir ehrlich, du bist derjenige, der mich am wenigsten halt jetzt mit den Kartentricks umgehauen hat. Das Ding ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass er es ist. Ja, ich auch. Du warst die erste Intention von mir, wo ich gesagt habe, ich glaube, der ist ein Magier. Du hast auch einen sehr selbstbewussten Eindruck und alles. So. Ich finde ihre Tricks sehr, sehr stark und bei ihm kann ich es mir halt auch... Ja, ja, safe. Und du bist, wie alt bist du nochmal, wenn ich fragen darf, 41? Ich kann mir halt voll vorstellen, Bro, dass er auf den Hochzeiten unterwegs ist und du verkörperst es ja auch voll. Und ja, boah. Ja, man kann jetzt noch 20 Minuten hin und her diskutieren, stimmt schon. Wir müssen jetzt einfach nach irgendetwas gehen und zum Beispiel jetzt sagen, okay, wer hat jetzt tricktechnisch am meisten hier rausgedingst? Ja, würde ich auch und sagen. Da müsste dann halt wirklich der Herr zu linken erstmal. Ja, also ich könnte es mir bei dir auch sehr gut vorstellen, nur wie gesagt, jetzt mit den Tricks war es so ein bisschen... Tricks, wie gesagt, nur als Info mache ich ja auch nicht. Das, was ich hier mache. Ich mache große Illusion, ich mache Mentalmagie, ich mache Manipulation. Darin bin ich deutscher Meister. Aber ich mache nicht das, was ich hier mache. Aber davon hättest du jetzt auch was zeigen können, oder nicht? Ist ein bisschen schwierig tatsächlich hier. Es braucht Vorbereitung und ich habe ein bisschen spontan von der ganzen Situation mitbekommen. Von daher war das nicht die Möglichkeit. Guck mal, ihr drei seid euch alle einig. Ich gehe einfach mit euch und wir gehen jetzt einfach. Wir müssen jetzt links durch. Raus, ne? Ja, links wir müssen raus, jetzt ja. Durch. Sorry, Bro. Vielen Dank trotzdem, Broski. So, Finale, Jungs.
Es wird spannend. Also ich sage auf jeden Fall, mein Bauchgefühl sagt mir, rechts ist es. Ich bin mit dir. Ich sage auch einfach aufgrund der Erfahrung, der Routine, so, die er rüberbringt, würde ich auch sagen, rechts ist es. Aber vielleicht macht er auch Comedy, ja? Und so ein paar Kartentricks. Weil du redest auch sehr gut. Nicht, dass du Comedy machst und nebenbei ein paar Kartentricks. Nee, ne? Comedy. Ich versuche tatsächlich, egal ob ich jetzt auf der Bühne bin oder, also auf der Bühne, mache jetzt keine, das, was ihr denkt, dass du im Theater stehst auf der Bühne und machst eine große Show. Das mache ich jetzt nicht. Das, was ich mache, ist tatsächlich dann immer Veranstaltungen rumlaufen. Also als sogenannter Walking Act werde ich gebucht. Und dann mache ich auch gerne oder biete dann auch maximal so für 20 Minuten ein Programm dann für alle. Das mache ich tatsächlich. Woher so neue Tricks zum Beispiel, wo kriegst du die her? Gibt es da eine Schule für oder wie macht man das? Also, du kannst Tricks tatsächlich kaufen. Es gibt ganz viele Zaubershops, die kannst du da alle bestellen. Das Beste, wovon du lernst, sind tatsächlich Bücher. Oder man tauscht sich auch mit den Kollegen aus, man trifft sich und sagt dann, pass auf, die und die Idee habe ich, was kann ich machen, wie kann ich es verbessern. Wir haben einen festen Kreis, wir treffen uns einmal im Monat. Das ist immer der erste Montag im Monat. Da treffen wir uns immer bei jemandem mit ganz vielen, also nicht 100 Stück, sondern da kommen wirklich nur eine Handvoll von Kollegen. Wir sind ungefähr 10 Mann plus minus und wir tauschen uns immer aus. Aber die das alle. Also da gibt es auch ein paar, die machen das nicht, also das ist ein Hobby, aber in der Regel treffen wir uns immer nur mit Profis und dann wird sich immer ausgetauscht, da wird sich gegenseitig gepusht und auch gegenseitig geholfen. Auch wie zum Beispiel Sos und Schotti, da kann man jederzeit immer drauf zugreifen. Warum hast du jetzt heute mitgemacht beim Format? Wegen dem Lila, denn sei ehrlich. Nein, erstmal um euch zu sehen, wann hat man schon die Möglichkeit, euch mal zu sehen, aber für mich natürlich auch, um Reichweite zu generieren, ganz klar. Also die 500 Euro, die sind in dem Moment ein Tropfen auf den heißen Stein. Mir geht es dann wirklich um einfach Reichweite zu generieren. Man sieht das Gesicht, man hört den Namen Mario Barone. .de. Deswegen bin ich hier. Also nicht wegen dem Geld, das ist mir wirklich ohne Spaß, das ist mir echt scheißegal. Die 500 Euro sind mir scheißegal. Ja, ich bin auch für ihn irgendwie. Er ist der Magier? Ja. Oder? Was sagt ihr? Wo lernst du deine neuen Tricks? Auch auf denselben. Also ich bin auch im magischen Zirkel von Deutschland, wo man sich halt eben jeden Monat trifft. Tricks lerne ich meistens über Bücher oder auch über andere Zauberkünstler. Genau, aber ich habe ja auch meine Zauberworkshops, was ich anbiete, wo ich dann quasi anderen Leuten helfe. Ich hatte auch damals, als ich noch in der Schule war, hatte ich auch eine Zauber-AG, wo ich quasi, dadurch, dass ich auf einer Mädchenschule war, konnte ich dann mehr weibliche Zauberkünstlerinnen für die Zauberkunst begeistern und genau. Du bist stark, du hast auch starke Tricks, aber ich glaube eher, dass du auf dem Weg dahin bist, das hauptberuflich zu machen. Deswegen wäre jetzt, also ich sage rechts ist es, was sagt ihr? Ich bin auch für rechts, aber ich habe Angst, dass er uns hart verarscht hat gerade, sag ich ehrlich, irgendwie. Weil er kann auch gut reden, Weil er sehr gut reden kann und sehr gut. Aber wisst ihr was, wir nehmen ihn einfach, er ist der Magier und... Ja. Okay, also sind wir uns alle einig? Ja. Okay, dann sagen wir, du bist der echte Magier, du hast uns angelogen. Dementsprechend müsstest du dann einmal bitte rausgehen und dann machen wir jetzt gleich auch die Auflösung. Aber ich bin Fan, Piana, ich bin Fan. Ja, ich bin wirklich Zauberer. Also, wir sind alle Zauberer, aber ich bin der Einzige, der es hauptberuflich. Und wie er noch so tut, 500 Euro gibt es hier. Was für 500 Euro? Er wusste, ey, oh mein Gott. Ich hab doch gesagt, er kann gut reden. Ist eine Baufirma, Mario, oder was? Scheiße, Mann. Scheiße. Was macht ihr denn alle wirklich? Also, ich bin ein ganz einfacher Schüler, spiele nebenbei Fußball, hab nichts mit Magie am Hut, außer wenn der Ball an meinem Fuß ist, höchstens. Geil. Hat mir eine Menge Spaß gemacht, hier mal dabei zu sein. Dankeschön.
und ich gebe weiter. Also ich habe wirklich mein Leben lang mit Zauberei hauptberuflich das Geld verdient, aber seit neuestem, seitdem ich mein Studium dann fertig hatte, habe ich mich auf Musik fokussiert und versuche da eine Karriere aufzubauen. Natürlich dauert das noch ewig lange, bis ich überhaupt in irgendwie in die Richtung von Reezy jetzt komme, aber... Ach, brauchst du gar nicht zu denken. Es kommt nur auf dein Work Effort an. Nee, aber ich habe, ich versuche mich selbst als Rap-Künstler. Ich habe schon vieles veröffentlicht und ist gerade am Plan und alles am Machen. Gib Gas, lern ein bisschen was über die Geräte. Mein Name ist Mario Barone. Guten Abend. Komm, lass mich in Ruhe, gib das Mikro weiter. Komm, lass es gut sein, die Show. Also ich habe zwar noch einen Hauptjob als Versicherungskaufmann tatsächlich, aber... Warum hört ihr nicht auf mich? Aber... Ich habe euch alles prophezeit. Der arbeitet immer noch als Versicherungsmakler. Aber ich kann davon theoretisch trotzdem leben von der Zauberei. Aber du willst Dickpatte. Ich mache so nicht. Die Patte kommt oben drauf einfach on top. Ist meine ich ja, du machst die dicke Patte einfach. Ich mache die dicke Patte, genau. Wartet ab, aber nein. Also tatsächlich, ich könnte theoretisch davon leben, aber mein Hauptjob ist es nicht. Scheiße. Aber stark gemacht, Mario. Okay, aber wenigstens waren wir nah dran. Also er könnte theoretisch davon leben. Bei dir? Ich bin eigentlich gar keine Zauberkünstlerin. Nein, nein. Spiel nicht mit meinen Gefühlen. Nein, nein, ich zauber auch, aber ich habe noch mein Modelabel mit meiner besten Freundin und ich studiere nebenbei Marketing und genau. Nice. Viel Erfolg. Sehr, sehr stark gemacht. Und Jungs, wir waren auch nicht so schwach. Nein, wir waren ja gut dran. Ja. Er könnte ja davon leben, so theoretisch. Deswegen, alright. Also wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Also mein Insta, kai.sph und ich muss Biddle grüßen. Hallo, mein Name ist Shotty Ice. Ich heiße auch genauso auf allen Social Media Plattformen. Folgt mir gerne, unterstützt mich bei meiner Musikkarriere, die ich gerade erst anfange. Meine nächsten Songs kommen bald raus in den nächsten Monaten und ich würde mich freuen. Und hier auch nochmal, mein Name ist Mario Barone, www.mariobarone.de oder bei Insta Mario Barone unterstrich Magier, bei Facebook genauso. Liken, followen, bla bla bla, ihr werdet noch so viel von mir sehen, wartet ab. Ja, mein Name ist Jan Safras, einfach unter jansafras.de mir eine Buchungsanfrage schicken oder einfach auf Instagram Jan Magician, genauso auf TikTok und auf YouTube Jan Safras. Ich heiße Kiana, auf Insta heiße ich 28.magic und schaut gerne auf meine Webseite vorbei, www.kiana-tagliare.de. Nice! Ja, checkt die auf jeden Fall aus. Ganz wichtig, checkt die Jungs unbedingt aus. Reezy ist bald auf Tour. Checkt das auf jeden Fall ab. Ab Mai hast du gesagt. Sehr, sehr nice. Ey, Jungs, hat mich sehr, sehr gefreut mit euch. Das war eine sehr, sehr krasse Folge. Danke dir, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Leider lagen wir falsch heute. Leute, checkt die Jungs aus, checkt Haben Prince aus, checkt Triple Pana aus, checkt Nine Sky aus. Und vergiss nicht, Reezy Supreme. Dann war es das gewesen mit dem Video, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.